Es ist die letzte Reise. Sie führt in die Schweiz. Etwa 100 Menschen unternehmen sie jedes Jahr. Schwerkranke Patienten, die einem qualvollen Tod entgehen wollen. In der Schweiz dürfen Ärzte ihnen ein tödliches Medikament verschreiben. Das würden sie in Deutschland nicht bekommen. Ärztliche Hilfe beim Suizid. In Deutschland ein Tabuthema. Es darf mich keiner zwingen, weiterzuleben. Ich denke, wenn wir mein Leben aus guten Gründen, nicht einfach aus einer Laune raus oder sowas, irgendwann nicht mehr erträglich ist, unzumutbar geworden ist für mich, dann habe ich die Freiheit, es zurückzugeben. Selbstverständlich darf jeder seinem Leben in Deutschland ein Ende setzen. Die Frage ist nur, inwieweit man den Staat verpflichten kann, dazu eine helfende Hand zu reichen. Ich bin fast der Meinung, es gibt nichts Besseres, als so gehen zu dürfen. Ein Dorf in der Oberpfalz. Hier lebt Johann Blank. Er ist 49 Jahre alt. Seit 4 Jahren leidet er an einer Krankheit und jetzt will er nicht mehr. Seit Oktober 2004 nicht mehr aus dem Haus. Und die Wege werden immer kleiner und immer kürzer. ALS, amyotrophe Lateralsklerose, heißt seine Krankheit. Und die legt nach und nach alle Muskeln in seinem Körper still, unaufhaltsam. Johann Blank ist angewiesen auf die Hilfe seiner Geschwister. Eine eigene Familie hat er nicht. Und der Kopf halt, Kopf halt. Ne? Voll nach vorne, ja. Schlucken, sprechen, gehen. Alles ist mühsam geworden. Bei völlig klarem Verstand muss er erleben, wie sein Körper von Tag zu Tag ein immer engeres Gefängnis wird. Ja, die Krankheit wird also zur völligen Lähmung führen, Muskelabbau komplett. Der Sprachverlust wird da sein, die Lungenfunktion wird verschwinden, das heißt Beatmung, künstliche Ernährung. Und totale Abhängigkeit, also Bewegungsunfähigkeit. Das ist was also die Zukunft bringen wird. Die Schwestern helfen so gut sie können. Tägliche Besuche morgens und abends. Doch das wird bald nicht mehr reichen. Keine Aussicht, dass man sagt, das könnte mal anders werden. Das ist ja das Schlimme. Genau, wenn man fortgeht, wenn man heimfährt, man kann nicht sagen, wird schon wieder oder gute Besserung, weil jeder weiß, im Gegenteil. Und das ist immer das Schlimme. Ne? Bei jedem Menschen macht man Hoffnung, wenn er Krankheit hat, es wird schon wieder. Und er weiß selber am besten, der hat sich so viel mit befasst und im Gegenteil, der bringt uns noch was bei. Das ist nicht so einfach. Ne? Johann Blank war 45, als ihn die Diagnose ALS traf. Seinen Beruf als Maschinenbautechniker musste er bald danach aufgeben. Es ist Mitte März. Für April hat er einen Termin zum Sterben ausgemacht, weil er ein Leben in Würde bald nicht mehr führen könne. Die Grenze, ich denke, ist für jeden anders. Und die ist auch verschiebbar. Ne? Und bei mir war es immer so, also, wenn ich nicht alleine auf die Toilette kann, dann ist es für mich die Grenze erreicht. Und der Gedanke, in 3 Wochen werden Sie tot? Ja, dann ist es vorbei. Und ich werde allein. Also dann kommt das bessere Leben auf jeden Fall. Gleich nach der Diagnose hat er sich an die Schweizer Sterbehilfeorganisation Ex-International gewandt. Das hat er alleine gemacht. Und dann hat er es uns mitgeteilt. Und dann haben wir uns einmal aber auch mit der Sterbebegleiterin aus der Schweiz getroffen. Da waren wir alle miteinander und haben wir mit der Frau. Und wir haben ja auch versprochen, dass wir mit rüberfahren, dass wir nicht allein lassen bis zum Schluss. Also,
Das ist schwer, aber müssen wir mal schauen, wie wir das schaffen. Mit der Fahrt in die Schweiz umgehen Patienten wie Johann Blank die deutsche Rechtslage zur Sterbehilfe. Es geht ihnen nicht um aktive Sterbehilfe. Die ist auch in der Schweiz verboten. Auch dort darf kein Arzt einen Patienten auf dessen Wunsch töten. Aber Schweizer Ärzte dürfen Hilfe beim Suizid leisten, indem sie ein Medikament verschreiben, mit dem der Patient sich selbst schnell und schmerzlos töten kann. Der sogenannte ärztlich assistierte Suizid. In Deutschland ein Tabu. Und eben das will der Chef der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas, Ludwig Arminelli, brechen. Wir helfen Menschen, die ihr Leben aus zureichenden Gründen beenden möchten. Und wir möchten, dass das auch in Deutschland möglich würde. Minelli löst Ende 2005 eine heftige Debatte um Sterbehilfe in Deutschland aus. In Hannover gründet er einen Ableger der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas. Uwe Christian Arnold leitet das Büro. Dignitas in Hannover, menschenwürdig leben, menschenwürdig sterben. Arnold, guten Tag. Er ist Urologe im Ruhestand. Das Interesse an Sterbehilfe sei groß, sagt Arnold, jeden Tag ein Dutzend Anrufe. Hier werden Sterbewillige in die Schweiz vermittelt. Wenn es einen Sterbetourismus gibt, dann ist das hier das Reisebüro. Moralische Probleme hat er damit nicht. Ich denke mal, es geht hier nicht um Moral, sondern es geht um Ethik. Und ethisch halte ich das aus. Moralisch interessiert mich das überhaupt nicht. Denn Moral ist, wer macht Moral? Irgendjemand macht die Moral. Die Kirchen machen die Moral. Irgendjemand macht Moral. Die Anträge aus Deutschland für eine Freitodbegleitung landen auf seinem Tisch. Krankenakten, Meldepapiere, Lebensläufe. Es sind eine Menge Akten, die Arnold begutachtet. Findet er den Sterbewunsch plausibel, sucht Dignitas in der Schweiz einen Arzt, der das tödliche Medikament verschreibt. Und Ihre Aufgabe hier ist jetzt, Fälle sichten, vorsortieren. Sozusagen vorfiltern, vorsortieren. Da, wo eben der ärztliche Rat gebraucht wird, die ärztliche fachliche Kenntnis erforderlich ist, dass ich das vorfiltere, sozusagen. Als einer der vielen Gutachter. Ich finde, dass die Diskussion um das Lebensende und die Sterbebegleitung und dann im allerletzten Glied auch die Sterbehilfe urärztliche Tätigkeiten sind. Das ist meine Rechtfertigung. So wie es Geburtshelfer gibt, muss es auch Sterbehelfer geben. Ist es so einfach? Wenn Ärzte ins Leben helfen, sollen sie dann auch aus dem Leben helfen? Mit einem tödlichen Medikament? Ulrike S. hat bei Dignitas Freitodbegleitung beantragt und hat nach Aktenlage vor wenigen Tagen eine vorläufige Bewilligung ihres Sterbewunsches bekommen. Nachdem ich telefonisch Bescheid hatte, da war ich erstmal nur glücklich. Da war ich auch irgendwie neben der Spur. Und dann ging es mir erstmal ein paar Tage schlecht. Aber ich werde ja nicht gezwungen, das letztendlich zu machen. Auf einmal ging es mir schlecht, ich kann das alles nicht mehr sehen, ich kann vieles nicht mehr genießen. Aber genieße ich denn noch? Das kam so nach ein paar Tagen. Was genieße ich? Was ist eigentlich nur übrig von meinem Leben so? Übrig sind Erinnerungen. Die kleine Wohnung sei ihre Insel, sagt sie, auf der sie meistens allein ist und die sie schon lange nicht mehr verlassen hat. Ulrike S. leidet seit 12 Jahren an multipler Sklerose. Rollstuhl, Dauerkatheter, Schmerzen. Vielleicht wird der nächste Krankheitsschub sie ganz ins Pflegeheim bringen. Vergangenes Jahr war es am allerschlimmsten. Da hatte ich einen Aufenthalt von 5 Monaten. Da hat das Cortison nicht mehr so gut gewirkt. Es hat eine Weile gedauert. Und ich kam eben schon als Pflegefall, als starker Pflegefall dorthin. Musste im Liegen gewaschen werden. Und durfte Pflege erfahren, sage ich mal. Wie war das? Schrecklich. Ich habe das nur durchgehalten, weil ich wusste, ich komme wieder nach Hause. Und ich habe mich auf nach Hause gefreut und jetzt ist mein Schatz verstorben und ich
weiß, wenn ich jetzt wieder ins Klinikum muss, dass es dann kein Nachhause mehr gibt. Ihr Mann starb im vergangenen Jahr überraschend an Krebs. Mit ihm verlor sie alles, was sie noch im Leben hielt. Wenn die Krankheit einen langsamen Verlauf nimmt, könnte sie hier noch lange leben. Wenn nicht, müsste sie bald ihre Insel verlassen und ins Pflegeheim gehen. Ist das nicht komisch, wenn man seinen Tod quasi beantragen muss? Es ist komischer, dass es eben hier nicht sein darf. Und die Vorstellung, ich müsste es selber irgendwie bewerkstelligen. Und der Entschluss steht ja für mich fest. Dann ist es schon gut, dass es die Möglichkeit gibt. Ich weiß es nicht. Wie jeder Mensch will zu Hause sterben. Ne? Kann er im Krankenhaus sterben oder in einem fremden Zimmer in der Schweiz. Und das verlangt die Politik von mir, die Deutsche, dass man dann runterfährt. Es wird einem verweigert, zu Hause sterben zu dürfen. Und das, irgendwann muss das, wird sich das ändern, also bin ich mir sicher. Johann Blank und Ulrike S. fürchten ein unwürdiges Ende ihres Lebens. Sollen schwerkranke Menschen wie sie nicht das Recht haben, selber darüber zu entscheiden, auf welchem Weg sie aus dem Leben gehen? Denn was ein würdiger Tod ist, bestimmt doch nur der, der ihn sterben muss. Wir gehen mit dieser Frage nach Berlin zur zuständigen Ministerin Brigitte Zypris. Ist das nicht ein Dilemma, in dem auch Sie sind, dass Menschen offensichtlich gezwungen sind, diesen Weg zum Beispiel in die Schweiz zu gehen? Na, das ist ja eine Frage, wie man diesen Zwang bejaht oder wie man ihn sieht. Ich meine, dass wir in Deutschland alles tun müssen, um Menschen einen wirklich schmerzfreien Tod zu ermöglichen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn sowohl eine vernünftige medizinische Betreuung da ist, als auch eine entsprechende psychologische Begleitung, dann wird niemand wirklich wollen, dass er eher stirbt, als es erforderlich ist, aufgrund von natürlichen Gegebenheiten. Ist das wirklich so? Muss man nur Schmerzbekämpfung und die Pflege Sterbender verbessern? Würde so der Wunsch Schwerstkranker nach Hilfe zum Sterben gar nicht erst entstehen? Universitätsklinik München, Zentrum für Palliativmedizin. Die Einrichtung ist beispielhaft in Deutschland. 10 Patienten können hier aufgenommen werden und bekommen genau das, was die Justizministerin meint. Maximale medizinische und menschliche Zuwendung. Professor Gian Domenico Borasio ist einer der renommiertesten Palliativmediziner in Deutschland. Der Wunsch seiner Patienten nach Abkürzung ihrer Leiden ist ihm nicht fremd. Ich finde es großartig, dass Herr Professor sehr stark dabei hilft, dass er einem nicht im Nebel sitzen lässt, sondern auch ganz klar ausführlich darüber spricht und so, dass man wirklich mit sich ins Reine kommen kann. Oft denke ich, ach, ich springe gleich aus dem Fenster und ich denke so einfach sowas, aber ich weiß, dass er verrückt ist. Sind die Gedanken da, dass Sie sagen, muss ich das bis zum Ende aushalten? Ja, natürlich. Das ist klar. Food Security. Ja. Dass die Menschen so. Wenn Patienten das ansprechen, darf der Arzt dem nicht ausweichen, sagt Borasio. Das wäre sehr, sehr falsch, denn damit würde man den Menschen in seiner Verzweiflung vollkommen allein lassen. Und es muss ja eine ganz, ganz große Verzweiflung dahinter stellen, wenn man eine solche Bitte äußert. Zumal in Deutschland, wo man, wer weiß, dass das verboten ist. Also man nicht ernsthaft erwartet, dass der Arzt das macht. Die Zahl der Ärzte, Pflegekräfte, Psychologen und Seelsorger auf dieser Station übersteigt deutlich die Zahl der Patienten. Jedem Einzelnen versucht man hier gerecht zu werden. Wenn es im Einzelfall den Wunsch nach Hilfe zum Sterben gäbe, dann habe er dafür durchaus Verständnis, sagt Borasio. Aber es geht nicht nur darum, sozusagen das Ganze vom Ende hin aufzuzäumen und zu sagen, ich habe diesen einen Menschen, für den ist es grausam und schrecklich, dass er in die Schweiz musste, für den muss eine andere Regelung gefunden werden. Ja? Dann muss man sich überlegen, nach Kants kategorischem Imperativ, die Regelung, die ich für diesen Menschen finde, muss auf die gesamte Gesellschaft anwendbar sein, sodass unterm Strich für die gesamte Gesellschaft mehr Gutes als Schlechtes rauskommt. Und da sind die Unwägbarkeiten nicht ohne. Palliativstationen wie diese in München sind selten in Deutschland. Doch Fortschritte in der Schmerzbekämpfung alleine werden nicht ausreichen.
In der Diskussion kommt ja häufig das Argument, wenn man Palliativmedizin ausbaut, müsste man sich gar nicht mehr mit dem Thema Sterbehilfe befassen. Davon halte ich gar nichts, weil das längst widerlegt ist wissenschaftlich. Es ist so, dass selbst bei bester Palliativmedizin es immer noch eine kleine Anzahl von Menschen geben wird, die ihre Situation trotz bester Symptomlinderung am Lebensende für so unerträglich halten, dass sie sagen, ich möchte selbstbestimmt früher sterben. Das enthebt uns nicht der Notwendigkeit, die Palliativmedizin maximal auszubauen, denn das, was wir auch wissen wissenschaftlich, ist, dass ein Vollausbau der Palliativmedizin die Zahl dieser Menschen unglaublich schrumpfen lässt. Aber sie wird nie gleich null sein. Und das ist auch eine Gruppe von Patienten, die das Recht haben, ernst genommen zu werden und dass man sich um sie kümmert. Morgen hat Johann Blank den Termin zum Sterben. Herr Blank, wie haben Sie sich jetzt entschieden? Er hat sich nichts geändert seit unserem letzten Gespräch. Er hat sich alles eine noch verstärkt, dass die Entscheidung richtig ist. Und ich werde auf jeden Fall anreisen. Wie gesagt, letzter Moment. Weiß auch nicht, ob es klappt, aber ich bin noch fest entschlossen. Ich bleibe dabei. Es ist alles bestens geregelt. Transport, Bedingung. Ja, und ich bin ruhig, entspannt. Ziemlich angstfrei, ein bisschen aufgeregt vielleicht. Aber der Entschluss steht. Aber wir würden ihn schon pflegen bis zum Schluss. Das würden wir schon machen, das könnte ich schon sagen. Aber wenn er sich so entschieden hat, dann ist es auch recht. Wie war das hier die letzten Tage? Schwer. Bewegend. Der Zuspruch. Einfach. Nicht beschreibbar. Ich habe heute Nacht also erst einmal 3 Stunden nicht geschlafen, aber nicht irgendwie aus Angst oder irgendwelche Zweifel, sondern weil es einfach Wahnsinn ist, so zu gehen. Den Tag zu bestimmen, jeder weiß Bescheid. Und dass Sie jetzt sich nochmal umentscheiden? Also wenn, dann vor der Giftflasche. Also das, aber wie gesagt, ich meine, es gibt keinen Grund. Die Aussichten sind zu schlecht. Ich sehe nicht einen Grund, dem jemand sagen kann, warum ich mich umentscheiden sollte. Es gibt keinen Grund. Seine Aussichten, abhängig zu sein. Von Pflege, von Maschinen, von anderen Menschen. Ohne Kontrolle über seinen Körper. Für ihn sei das würdeloses Sterben, sagt er. Wann wird eine Krankheit unzumutbar? Zieht diese Grenze nicht jeder für sich selbst? Berlin Charité, neurologische Klinik. Hier in der ALS-Ambulanz werden jedes Jahr mehr als 400 Patienten behandelt. Dr. Meyer ist Spezialist für diese gar nicht so seltene Krankheit und muss Menschen täglich die schwere Diagnose eröffnen. Aus meiner Sicht eine der schwersten Erkrankungen des Menschen. Deshalb, weil der sogenannte Autonomieverlust so schwerwiegend erlebt wird. Autonomieverlust heißt, dass sie eben nicht mehr selbst entscheiden können, über tägliche Dinge, ihren Alltag gar nicht mehr selbst bestimmen können und letztendlich auch nicht mehr über ihren eigenen Tod bestimmen können. Trotzdem ist Dr. Meyer ein Gegner ärztlich assistierten Suizides, weil mancher Patient sich dazu gezwungen fühlen könnte.
Wenn das Leben an sich zur Disposition steht, als Entscheidungsgut praktisch zur Disposition steht, dann entscheiden die Patienten auch, die müssen über sich entscheiden. Und sie entscheiden dann eigentlich zugunsten der Familie und töten sich, obwohl sie für sich isoliert wollen. Leben wollen. Ja. Doch auch zu ihm kommen Patienten, die ihrem Leben selbstbestimmt ein Ende setzen wollen. Die kommen hier in die Klinik, sie werden aufgenommen, bekommen ein Einzelzimmer auf einer Krankenstation, werden nochmal über die Abläufe informiert. Dann bekommen sie zunächst in einem ersten Schritt ein Medikament, was sie etwas beruhigt, Angst löst auch. Dann wird eine steigende Dosis an Morphium verabreicht und die Patienten schlafen ein, kommen in eine Narkose, in einen tiefen Schlaf, aus dem sie nicht erwachen. Nicht erwachen auch dann, wenn man das Beatmungsgerät abschaltet. Nicht das Morphium führt zum Tod, sondern das Abschalten der Beatmung. Eine Behandlung, die der Patient nicht mehr will. Und die Patienten versterben dann etwa nach 10 bis 20 Minuten. Aber die Grenze zu aktiver Sterbehilfe, sie geben denen ein Medikament, die schlafen ein, die dämmern hinüber, die ist doch an dieser Stelle nah. Die ist sehr nah. Formal ist das sehr weit auseinander. Formal ist es sehr weit auseinander. Das heißt, die Patienten, die zu uns kommen, sind alle künstlich am Leben. Das heißt, durch eine künstliche Beatmung und meist auch künstliche Ernährung. Aber der Prozess an sich, dass Patienten zu einem Termin kommen und auch für den durchführenden Arzt, ist das sehr, sehr nah. Kaum zu unterscheiden eigentlich. Die Grenze zwischen Herbeiführen des Sterbens und Zulassen des Sterbens, also zwischen verbotener aktiver und erlaubter passiver Sterbehilfe, berühren sich hier. Eine schwer zu durchschauende Rechtslage, die viele Ärzte, Patienten und sogar Juristen überfordert. Genau das wollen führende deutsche Juristen ändern. Stuttgart im Herbst 2006. Das Recht um die Sterbehilfe ist Thema auf dem Deutschen Juristentag. Die Veranstaltung, ein eindringlicher Appell an die Politik. Sterbehilfe geht uns alle an. Und gerade in Deutschland ist die Rechtslage zur Sterbehilfe eigentlich nicht existent. Wir haben für jede Kleinigkeit gesetzliche Regelungen, europäisches Recht, Zivilrecht, Strafrecht. Aber für diese existenziellen Fragen, wann Sterben zuzulassen ist, wie weit die ärztliche Behandlung gehen muss, haben wir nichts. Nichts außer Gerichtsurteilen, die sich teilweise widersprechen. Die müssten Ärzte und Patienten wälzen, um zu wissen, was erlaubt ist und was nicht. Unhaltbar, sagen die Juristen. Es sollte weniger der Appell ausgehen, die Rechtslage ganz neu zu konzipieren, sondern mal Rechtsklarheit zu schaffen, damit die Ärzte, wenn sie sich entsprechend dem Willen des Patienten verhalten, auch sicher sein können, dass sie nicht in die Nähe eines Totschlagsverfahrens durch Unterlassen der lebenserhaltenden Maßnahme geraten. Die Forderung der Juristen am Ende? Ein Sterbehilfegesetz, das Ärzten Rechtssicherheit gibt, wenn sie in Ausnahmefällen schwerstkranken Patienten bei der Selbsttötung helfen. Man sollte klarstellen durch eine Regelung, dass auch der Arzt, ich halte es für nötig, auch der Arzt in solchen Fällen beim frei verantwortlichen Suizid helfen darf. Es ist natürlich ein brisantes Thema und Strafrechtsreformen allgemein lassen sich nicht mal ganz einfach durchführen. Aber ich meine, der Gesetzgeber sollte ja zur Kenntnis nehmen, dass ein breiter Konsens darüber herrscht, was man hier im Strafrecht regeln kann.
Und ich denke, wenn er jetzt auf halber Strecke stehen bleibt, werden wir die gleiche Diskussion in ein paar Jahren wieder haben. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir 1986 schon mal einen Juristentag hatten, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Im Jahr 2000 hatten wir schon mal einen Juristentag. Bisher ist nichts passiert. Jetzt ist hohe Zeit, dass der Gesetzgeber aktiv wird. Ist es also dringend notwendig, dass die Politik für mehr Klarheit bei der Sterbehilfe sorgt? Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir haben sehr klare Regelungen in Deutschland, was erlaubt ist und was verboten ist. Wir haben weder von den Ärzten noch von anderen irgendwie eine signifikante Zahl von Beschwerden, die sagen, mit diesen Regelungen können wir nicht mehr leben, sondern das ist im Gegenteil in Deutschland auch durch höchstrichterliche Rechtsprechung ganz gut geklärt. Morgens 5.15 Uhr. Heute ist der Tag, an dem Johann Blank sterben möchte. Also tschüss, Hans. Wir dürfen ihn begleiten. Es mache ihm nichts aus, dass wir mitkommen, sagt er. Und dass seine Entscheidung dadurch nicht beeinflusst werde. In einem Krankenwagen wollte er nicht fahren. Da hätte er nicht aus dem Fenster schauen können. Darum jetzt ein Lieferwagen. Die Fahrt geht nach Bern. Dort hat die Sterbehilfeorganisation Ex International eine Wohnung, in der sich Menschen töten können. Sie sind in Deutschland zu früh losgefahren, wollten pünktlich beim Arzt sein, doch der hat noch Mittagspause. Endlich kommt die Sterbebegleiterin. Margret Weibel kennt Johann Blank seit 3 Jahren. Hatte ihn zu Beginn seiner Krankheit in Deutschland besucht, danach immer wieder mit ihm telefoniert. 1 Stunde warten auf den Arzt. Dann schließlich die letzte Untersuchung. Den Arzt hat Johann Blank vorher noch nie gesehen. Wie geht es Ihnen heute? Oder wie geht es Ihnen im Monat März, April? Ja, es wird immer schlechter, ne? Und weil es ganz schön eben die Sprache ist, also hattest du vorher jetzt in letzter Zeit, ne? Seit mir nach und weiß. Es ist also, wenn man die ALS kennt, den Verlauf, der beschrieben ist, in den Unterlagen, und bei mir ist es ein Paradebeispiel. Es läuft halt alles immer zu, ohne Pausen. Ich bin im Moment in einem Gespräch und kann gerade jetzt nicht, aber ich könnte entweder... Ich habe ihn kennenlernen wollen, damit ich weiß, mit wem habe ich es zu tun. Ist er in der Lage zu entscheiden? Also kann er mir erklären, was er vorhat? Ist er am Schluss destilliert sich das dann zu einem Urteilsfähigkeitszeugnis? Ich bin nur ein kleiner Dorfdoktor, der Hand bietet, dass, weil die Schweizer Gesetzgebung das erlaubt, jemand seinem Leben ein Ende setzen kann mit Unterstützung, dass er nicht vom Hochhaus springen muss und es gibt eine Schweinerei, Verzeihung, sondern dass es eben auf eine humane Weise passieren kann. Am Ende schreibt der Arzt das Rezept. Das ist das berühmte Natriumpentobarbital. Natriumpentobarbital, ja. Und weil es eine zu hohe Dosis ist als Schlafmittel, bringt es ihn zum Tode. So einfach.
Sie das dann am Ja. 14 Euro kostet das Medikament. Also wir brauchen eben beide. Dann tue ich ihn einfach. So. In einem kleinen Apartment in der Berner Innenstadt wird Johann Blanks Leben enden. Hier findet das üblicherweise statt? Ja, immer. Die Begleitung? Immer. Immer hier, ja. Wie viele Menschen haben Sie hier schon begleitet? Das möchte ich nicht sagen. Viele. Viele, ja. Schon. Später sagt sie, dass es etwa 10 bis 12 Fälle pro Jahr seien. Wenn ich das ansehe, der nimmt alles das auf sich, weil man bei ihnen das nicht erlaubt. Ich weiß nicht, soll das human sein? Ist das human? Dass ein Mensch daherkommen muss und wir helfen müssen hier? Und soll es doch gar nicht geben müssen? Das ist meine persönliche Meinung. Bleiben Sie einfach im Rollstuhl und wir stellen den Rollstuhl so. Ich bin nicht vielleicht im Raum. Darf ich noch rasch? Danke. Tiefgarage, also links und dann rechts rauf. Er weinte. Er hat gesagt, es ist so schlimm, dass ich aus dem Leben gehen muss. Ich habe ja keine andere Wahl. Ich hätte gern noch gelebt. Oder sowas hat er gesagt. Und dann hat er ganz ruhig konzentriert den Trunk zu sich genommen. Und ungefähr 3-4 Minuten später wurde er dann müde, legte sich hin und schlief einfach hinüber. Das ist alles. 7 will die Reise in die Schweiz in einigen Wochen antreten. Ich werde ja auch ganz alleine hinfahren. Da brauche ich keine Tränen von anderen sehen. Ich kann weinen, ich kann lachen, ich kann einfach das, was ich jetzt hier eigentlich nicht mehr so kann, frei sein. Es war für sie nicht schwer, von Dignitas die Zusage für die Freitodbegleitung zu bekommen. Ein Lebenslauf, wenige Krankenakten und Personaldokumente genügten. Sie könnten ja, wenn ich das richtig verstanden habe, noch recht lange leben. Ja, dann ist die Frage, was ist Leben? Was ist Leben dann für mich? Ja. Existieren. Sagen Sie besser existieren, das könnte ich wohl noch eine Weile. Aber das bin dann nicht mehr ich. Das ist nicht mein Leben. Der Brief von Dignitas kam vor wenigen Tagen. Ein Arzt sei gefunden, der ihr nach Sichtung der Akten das Rezept schreiben und ihr so aus dem Leben helfen wolle. Ein letztes Gespräch sei nötig. Im Anschluss könne umgehend die Freitodbegleitung stattfinden. Man könne aber auch einen anderen, gemeinsam passenden Termin suchen. Dies schreibt ihr mit freundlichen Grüßen der Generalsekretär von Dignitas, Ludwig A. Minelli. Der Brief kam aus Zürich. Hier hat die Sterbehilfeorganisation Dignitas ihre Büros, im Privathaus des Rechtsanwalts Ludwig A. Minelli. Seit 1998 besteht der Verein, der etwa 500 Menschen in den Tod begleitet hat. Die Hauptgruppe sind schwerkranke Menschen, die
zum Teil terminalkrank sind, also innerhalb der nächsten paar Wochen mit dem Eintritt des Todes rechnen müssen, aber auch damit rechnen müssen, dass diese letzte Phase ihres Lebens von außerordentlich schweren Leiden, Schmerzen, Behinderungen begleitet sein wird. Es sind immer Leute, die völlig klar sind über ihre Situation, die einen starken Willen haben. Das ist nicht wahr. Schlichtweg ist das gelogen. Das ist nicht die Wahrheit. Es findet etwas ganz anderes statt. Soraya Wernli war bei Dignitas die Stellvertreterin von Ludwig Arminelli. Anfang 2005, nach 3 Jahren Mitarbeit, stieg sie aus. Aus Gewissensgründen, weil Dignitas allzu schnell Menschen in den Tod begleite. Auch depressive Patienten, die nicht urteilsfähig gewesen seien. Erstmals spricht sie jetzt offen über ihre Erfahrungen, will demnächst ein Buch darüber schreiben. Dignitas begleitet psychisch erkrankte Menschen in den Tod. Dignitas begleitet auch nicht terminal erkrankte Menschen in den Tod. Obwohl denen noch hätte geholfen werden können? Auf jeden Fall, ja. Und das ist nicht erlaubt? Nein, das ist nicht erlaubt. Und für das suchte sich auch einen ganz speziellen Arzt aus. Der Dignitas-Chef bestreitet solche Vorwürfe vehement. Wenn jemand glaubt, Dignitas würde jemanden, der nicht urteilsfähig ist, in den Tod begleiten, der hat nicht alle Tasten im Schrank. Hier, in der Gesundheitsbehörde des Kanton Aargau, sieht man das völlig anders. Und kann sich dabei auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Aargau stützen. Kantonsarzt Dr. Roth war Sachverständiger in dem Verfahren. Er stellte schwere Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht fest. Ein Arzt hatte mehrfach psychisch Kranken die todbringende Substanz verschrieben. Eindeutig gesetzwidrig, wie es in dem Urteil heißt. Insbesondere der Frage der Urteilsfähigkeit wurde zu wenig Sorgfalt zugewendet. Unseres Erachtens ist das durchaus möglich, dass in einem, zumindest in einem Teil der Fälle, diesen Patienten hätte geholfen werden können und die allenfalls heute noch am Leben wären. Und die Dignitas-Aussteigerin erzählt, wie Ludwig Minelli an Rezepte für Sterbewillige kommt, wenn ein Arzt eine Freitodbegleitung ablehnt. Wenn Herr Minelli ein Dossier bekommt von einem Arzt, wo er sagt, nein, ich bin nicht bereit, in diesem Moment das Rezept auszustellen, dann geht das Dossier an einen anderen Arzt. Und wenn dieser auch Nein hinschreibt, dann geht es wieder an einen anderen Arzt. Herr Minelli missbraucht die Ärzte von Dignitas, ganz klar. Und die Ärzte, wissen die davon? Nein. Die Ärzte wissen nichts davon. Der Zürcher Neurologe Professor Walter Wespe ist einer dieser Ärzte. Er fühlt sich hintergangen. Die Zusammenarbeit mit Dignitas hat er aus eben diesem Grund beendet. Dann habe ich das Gefühl gehabt, er missbraucht das ärztliche System, um an das Medikament zu kommen. Und das ist für mich dann nicht mehr nachvollziehbar. Und da wollen Sie auch nicht mehr mitwirken? Nein, da müssen die Grenzen ganz klar sein. Aus meiner Erfahrung bei Dignitas hat sich gezeigt, dass hier wirklich eine Kontrolle stattfinden muss, um Missbrauch zu verhindern. Also es ist ganz wichtig, dass eine Sterbeorganisation unter Kontrollpflicht geht. Der assistierte Suizid in der Schweiz, offenbar anfällig für Missbrauch. Geht man hier zu sorglos mit einer liberalen Regelung um? Wir fliegen in den US-Bundesstaat Oregon. Wie in der Schweiz haben die Menschen hier das Recht, ärztliche Hilfe beim Freitod in Anspruch zu nehmen, allerdings in strengen Grenzen. Und die werden ebenso streng kontrolliert. Der Death with Dignity Act, das Gesetz zum Tod in Würde, gilt ausschließlich für Einwohner von Oregon. Sterbetourismus gibt es nicht. 2 Ärzte müssen unabhängig voneinander dem Patienten eine tödliche Erkrankung attestieren und eine Lebenserwartung von weniger als 6 Monaten. Bei Zweifeln an der Urteilsfähigkeit der Patienten wird die Hilfe verweigert. Im Krankenhaus der Hauptstadt Salem treffen wir den Krebsspezialisten Dr. Rasmussen. Seit 8 Jahren gibt es in Oregon das Gesetz. Seitdem hatte Dr. Rasmussen 175 Patienten das Medikament bewilligt. Aber nur 17 Patienten haben sich damit getötet. Den meisten reichte das Wissen, einen Ausweg zu haben. Außerdem werden Patienten in Oregon bis zum Schluss bestens mit Schmerztherapien versorgt. Die meisten sogar zu Hause.
It's not necessarily an either or. I mean, es geht nicht um ein Entweder-Oder. Patienten können um Freitodhilfe bitten. Wir tun aber trotzdem alles, um ihnen bis zum letzten Moment die Schmerzen oder Atemnot zu lindern. Das geht Hand in Hand. Ärztlich assistierten Suizid anzubieten ohne Palliativversorgung, das ist nicht vorstellbar. Die 80-jährige Shirley Walmsley hat Krebs, fortgeschrittenes Stadium. Dr. Rasmussen würde ihr das Rezept ausstellen. Diese Aussicht macht es ihr leichter, die Krankheit zu ertragen. Wenn es schlimmer wird, würde sie das Medikament nehmen. Vor allem, weil ich nicht die ganze Zeit die Übelkeit ertragen will oder wenn ich überhaupt nicht mehr aufstehen kann. Wenn die Lebensqualität einfach furchtbar ist. In Anbetracht des Lebens, das ich hatte, scheint es mir dann der beste Ausweg zu sein. In der staatlichen Gesundheitsbehörde wird das Gesetz kontrolliert. Katrina Hedberg bekommt von den Ärzten ausführliche Berichte über die Sterbefälle. Bei Ungereimtheiten hakt sie nach. 3,5 Millionen Menschen leben in Oregon. In 8 Jahren haben nur 246 den ärztlich assistierten Suizid gewählt. Kein Dammbruch. Und keiner fühlt es sich gedrängt, es zu tun, sagt sie. Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die diesen Weg wählen, sehr gebildet sind und Kontrolle über ihr Leben behalten wollen. Es gab bislang keinen Fall von Missbrauch, wo man vermuten könnte, dass das jemand gegen seinen Willen getan hat. Diese positiven Erfahrungen lassen die Kritiker des Gesetzes nach und nach verstummen. Vor allem in den Hospizen hatte man schlimmste Befürchtungen, als das Gesetz in Kraft trat. Damals haben viele den Niedergang von Hospizen und Palliativversorgung vorausgesagt. Dass es sehr schwierig würde und dass Leute sich eher dafür entscheiden würden, ihr Leben zu beenden, als den natürlichen Verlauf zu ertragen, wie es Hospize anbieten. Tatsache ist, kein Hospiz hier würde jemanden abweisen, der den assistierten Suizid als letzten Ausweg sieht. Wir sind fest überzeugt, wenn es die Hospize nicht gäbe, würden wahrscheinlich mehr Menschen diesen Weg wählen. Das Gesetz in Oregon zur Sterbehilfe. Kein Missbrauch, kein Dammbruch und strenge Kontrollen des Staates. Hier geht es nicht um ein Entweder-Oder. Ärztlich assistierter Suizid oder Palliativversorgung. Beides zusammen gibt schwerstkranken Patienten die Entscheidung in die Hand, wie sie sterben wollen. Es sind nicht viele Menschen, die einen begleiteten Suizid wünschen. Doch auch für sie sollte in Deutschland ein Weg gefunden werden. Die Strapaze, die so ein todkranker Mensch auf sich nehmen muss und dann in die Schweiz fahren, also das war sehr schwer. Ja. Und auch irgendwie entwürdigend habe ich das gefunden. Da hat er gesagt, er hat mit alle Frieden und er wollte es so haben. Ulrike S. ist nicht in die Schweiz gefahren. Sie starb im Frühjahr 2006, ohne fremde Hilfe, an ihrer Krankheit.